Nein. Oh, aber das blubbert so schön. Na, machen wir hier kurz die Befragung. Keine Ausnahmen, kein Aufschub. So, den muss ich verprügeln, befragen. Schiffe müssen frei von Ladung und Mannschaften sein. Die Kapitäne melden sich beim Abgesandten des Deutschen Ordens, um neue Befehle entgegenzunehmen. Jeder Versuch, ein Schiff vor der Konfiszierung zu verbergen, wird schwerstens bestraft. Alles klar, den muss ich einfach nur verprügeln. Na los, komm her. Bam! Bam! So, lass mal hören. Meine Schuld. Ich befolge nur Befehle. Wenn ihr euer Schiff zurück wollt, wendet euch an das Gericht. Darum geht es mir nicht. Sondern? Siebrand hat beinahe 100 Schiffe beschlagnahmt. Was hat er vor? Eine Blockade. Sie sollen auf die offene See hinaussegeln, um einen Blockadering zu bilden. Warum? Will Salah al-Din von der Seeseite her angreifen? Nein, es geht nicht um ihn, sondern um Schiffe aus der Heimat. Damit Richard keinen Nachschub erhält. Warum sollte ein Verbündeter Richards ihn derart schwächen wollen? Ich weiß es nicht. Fragt Siebrand, es sind seine Befehle. Ich überbringe sie bloß. Bitte, lasst mich ziehen. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Es schmerzt mich, aber ich kann nicht riskieren, dass ihr ihm von mir erzählt. Alter, wie fies voll in die Eier. Und hier klingelt wieder das Telefon, deswegen bin ich wieder ruhig kurz. Also. Alles klar, da muss ich kurz rangehen. Deswegen würde ich sagen. Gut, der ist erledigt. Deswegen würde ich sagen, bis gleich. Ciao. So, ich bin wieder zurück. Wenn auch nicht für lange. Denn irgendwie versucht mich mein PC immer zu trollen. Jetzt ist nämlich mal wieder Fenstermodus aktiviert. Ist das nicht geil? Das heißt, ich muss gleich das Spiel neu starten. Weil ich das anders nicht einstellen kann und so nicht spielen kann. Du bist ein toter Mann. Und tschüss. Tja, so einfach ist das. Scheiße. So ein So, synchronisieren. Abspeichern, neu starten. Dankeschön, was auch immer schuld daran war. Und fick dich. So, abwärts geht's. Die haben wir alle. Wir haben alles. Ja, das ist dann doch echt super passend. Aber wann wird gespeichert? Na, egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis gleich. Ciao. So, und da bin ich auch schon wieder zurück. Vollbildmodus ist wieder aktiviert und wir reden jetzt wieder mit dem Fusselbart. Al-Mualem nannte einen weiteren Namen. Dieser lautet Siebrand. Ich kenne den Mann. Er ist der neue Magister des Deutschen Ordens, residiert im venezianischen Viertel und ist der Hafenmeister von Akkon. Ja, das habe ich bereits herausgefunden. Und mehr. Fort. Siebrand soll von Sorgen zerfressen sein. Sein bevorstehender Tod treibt ihn zur Raserei. Er hat den Hafenbezirk abgeriegelt und verbirgt sich dort, wartet auf die Ankunft seines Schiffes. Das macht die Sache gefährlicher. Ich frage mich, wie er von eurer Mission erfahren hat. Die Männer, die ich tötete, stehen alle in Verbindung. Al-Mualem warnte mich, dass die Kunde meiner Taten sich ausbreiten würde. Seid auf der Hut, Altair. Altair. Ja, Rafik. Ich muss mich wohl entschuldigen. Wofür? Dass ich euch nicht gänzlich vertraut habe. Nein, es war mein Fehler. Ich stellte mich selbst über unser Glaubensbekenntnis. Ihr schuldet mir nichts. Wie ihr wünscht, mein Freund.
Geht in Frieden. Oh ja. Alles klar. Dann wird wieder vorgespult, genau. Und dann geht's an die Eliminierung von Siebrand. Genau, nicht Siegfried. Ich weiß nicht, wie ich auf Siegfried komme. Siebrand. Oh, richtige Richtung auch. Oh, 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 oh. Alter Schwede. Seltsam, so ein Verhalten habe ich noch nie gesehen. Ach nicht? Was tut dieser Mann denn? So. Noch 105 Meter. Sind ja gleich wieder da. Mal sehen, ob ich es schaffe, mal direkt ohne Kampf den Gegner zu... Alter, scheiß besoffene Idioten hier. Warum tut er das? Juhu! Alles klar. Ich bin ruhig. Ihr irrt euch, Meister Siebrand. Ich könnte doch keinem Menschen Gewalt antun und erst recht nicht euch. Das sagt ihr. Und doch ist niemand bereit, für euch zu sprechen. Was soll ich bloß davon halten? Ich führe ein einfaches Leben, mein Herr, wie alle, die dieses Gewand tragen. Wir sind nicht darauf aus, Aufmerksamkeit zu erregen. Mag sein. Es mag aber auch sein, dass niemand euch kennt, weil ihr kein Mann Gottes seid, sondern ein Assassine! Niemals. Ihr tragt dieselben Kleider. Scheiß Psycho. Wie wir, dann nur, um Angst und Unsicherheit zu verbreiten. Fallt nicht drauf rein. Nennt ihr mich einen Feigling? Bezweifelt ihr mein Urteil? Oder hofft ihr, vielleicht meine eigenen Männer gegen mich aufzurühren? Nein, nein, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt, mein Herr. Ich hab nichts Böses getan. Ich kann mich nicht entsinnen, euch etwas unterstellt zu haben, was euren Ausbruch rechtfertigen könnte. Ist es etwa euer Gewissen, das euch zu einem Geständnis treibt? Aber ich habe nichts gestanden. Ah, trotzig bis zum bitteren Ende. Wie meint ihr das? Wilhelm und Garnier waren sich ihrer zu sicher. Und dafür zahlten sie mit ihrem Leben. Ich werde nicht denselben Fehler begehen. Wenn ihr wahrlich ein Mann Gottes seid, wird der Allmächtige euch beschützen. Möge er meine Hand führen! Ihr seid wahnsinnig! Will denn keiner den Wahnsinnigen aufhalten? Seine Angst vergiftet seine Urteilskraft. Lässt ihn Feinde sehen, wo gar keine sind. Die Leute scheinen meinen Zweifel zu teilen. Was ich tue, tue ich für Akon! Bleibt wachsam, Männer. Berichtet den Wachen von allen verdächtigen Beobachtungen. Ich bezweifle, dass dies der letzte Assassine war. Hartnäckige Bastarde! Und jetzt zurück ans Werk! Alter, das darf nicht wahr sein. Nervt mich schon wieder jemand. Bis gleich. Boah, so, da bin ich wieder zurück. Der wird entsorgt. Fachgerecht. Ach, da darf ich wohl nicht durch, was? Hey, das ging ja schnell. Tja. Bisschen scheiße, dass ich hier Unterstützer hab, was? Alter, verpiss dich, mich auszukontern hier. Alter, was der mich schon zweimal hier konnte, auskontert. Na egal. Gott wird dir niemals vergeben. Das ist nicht klug. Das ist nicht klug. Oh. Ihr Narren, ihr werdet alle sterben. Oh. Oh. Erstmal die Verbündeten schlagen. Ich bin bei euch. Wachen! Wer war das? So, jetzt müssen wir hier über die Boote. Wo ist er denn hin? Ach, er ist schon drüben. Ah,
Schieb ab. Oh, das tut mir aber gar nicht leid. Alter, die gehen mir so auf den Sack, diese Betrunkenen und Idioten. Ja, bin schon weg. Schert euch fort! Verpiss dich. Nein! Nein! Alter, was springt der denn da? Ich glaube, es hackt! Ich glaube, es hackt! Ah! Hätte ich jetzt mein Headset nicht auf, würde ich meinen Kopf gegen eine Wand donnern. Alter, den ganzen Spaß nochmal. Oh, das darf nicht wahr sein. Das darf echt nicht wahr sein. Ich sprinte doch nur. Ah! Klettern Sie auf hohe Gebäude, um die Umgebung aus der Vogelperspektive. So, weißt du was? Scheiß drauf. Oh, sind vorbei. Der eine ist gleich erstmal ins Wasser gefallen hier. Fick dich! Schieb ab. Scheiße! Das darf nicht wahr sein. Jetzt wurde ich von so einem Bobo ins Wasser geworfen. Bin aber auch ein paar Kilometer weit geflogen. Scheiße, ey. So. Was ist mit mir, du Narr? Du kannst nicht siegen. Und tschüss. Oh ja, das ist schön für dich. So keiner von euch seine Hand erheben mag, um seinen Meister zu beschützen, werde ich mich selbst um diesen Heiden kümmern. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht! Ja, ist ja gut, ist ja gut. Alter, wer schießt denn hier auf mich? Frechheit. Ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt... Boah! Alter Schwede, war das knapp. Ein Assassine! Ah, verdammt. Alle! Pisst euch! Stinkt alle! Verdammt! Verdammt! Zu spät immer! Schiebe ab! Hä? Was war denn das jetzt? Warum hatte ich auf einmal kein Leben mehr? Bullshit. Ah, und dann...